Hallo und herzlich willkommen zu einem Donnerstagstream. Ich muss kurz noch eine Kleinigkeit machen. Gib mir noch mal 2 Minütchen. Bin sofort für euch da. Spiel ist auch schon da. Also was heißt da? Ich habe es schon vorgeladen. So, da haben wir es. Gut. Hallo, hallo, hallo. Dann einmal den Bildschirm weg und... Hi, hier bin ich. Da ist... Moment. So, ich bin da. Ready to go. Gut, wir machen kurz hier unten Karriere. Was haben wir denn noch abgeschlossen? Und dann machen wir mit Guckle Bay weiter. Meine Güte. Und diese ewige lange Ladepause wieder. Aber da machen wir nichts dran. Außer das irgendwie über Lavern. Und Lavern. Und Lavern. Und Lavern. Naja, auch das werden wir jetzt überstehen. Ich weiß aber auch nicht, warum das so lange dauert. Ich bin ja schon auf der Switch, damit ja das eigentlich schneller vonstatten gehen soll. Aber naja, da sind wir. Gut, wir müssen... Krankenhausaktivität ist schon wieder im Keller. Weswegen auch immer. Und hier bremst. Also der ist schon da, okay. Ja, und der Krankenhauswert, ne? Der stetig sinkt. Was ich auch schon nachvollziehen kann, aber er soll nicht sinken. Es soll hier nur stinken. Wir haben hier schon überall Bilder. Warum ist denn die Krankenhausattraktivität so scheiße? Nö. Irgendwas kaputt? Instandhaltung der Psychiatrie erforderlich. Hier sieht's noch gut aus. Flüssigkeitsbeschleuniger. Hausmeister, komm schon angerannt. Dann haben wir schon mal unsere ersten jährlichen Lügen. Und ich hoffe, der Hausmeister kriegt jetzt den Brand unter Kontrolle. Er weiß, wo wir ein Feuerlöscher haben. Das ist schon mal vorteilhaft. Dann knallen wir direkt an den nächsten rein. Gut, das hat noch sehr gut funktioniert. Sagen aber nie in welcher. Wir haben ja 2 mittlerweile. So, ich guck mal kurz nach, wo es hapert bei der Krankenhausattraktivität. Hier, die Klos. Ich bezweifle, dass das 3% jetzt ausmacht, aber mal gucken. Und wir haben wieder Minus gemacht. 30.000. Ja, wegen der Maschine wahrscheinlich, ne? So, dann können wir noch Bilder hinter den Klos machen. Dann strahlt hier alles in einem frischen Grün.
Gut, wo haben wir noch Schwierigkeiten? Der Raum ist doof und die Klos natürlich auch, dann kümmern wir uns da einfach drin. Jumbo McNally, der erfolgreichste Geschäftsmann der Welt, wird an diesem Wochenende die neuesten minimalen Neuerungen ihrer Produkte auf der Jumbo Expo präsentieren. Kaufen Sie jetzt Tickets und vergessen Sie Ihre Kreditkarten nicht. Das ist Radio Two Point. So, dann sind wir jetzt wieder bei 80%. Dann noch die Klos hier. Ein Krankenpfleger wird gebeten, sich in die Apotheke zu begeben. Ja, wir machen Fortschritte. Gut, da haben wir es auch. Und hier im Gang generell fehlt noch. Gut, dann haben wir das hier auch. Dann fehlt das Pausezimmer hier noch mit Bildchen. Damit die sich hier irgendwie alle glücklich fühlen. Ich weiß auch nicht. So. Dann haben wir noch eine Ecke, die bebildert werden könnte, beziehungsweise begrünt. Damit die Attraktivität auch schön oben bleibt. Das sieht doch gut aus. Es besteht Spukgefahr im Krankenhaus. Solange da nicht Brandgefahr kommt, ist mir das egal. Gut, dann können wir das wieder ausmachen. Wir haben ihn beeindruckt. Wundert mich zwar, aber im Krankenhaus ist ein Feuer ausgebrochen, falls es Sie interessiert. Der Hausmeister stand ja schon da. Hätte ja klappen können. Der Megascanner muss gewartet werden. Der Megascanner fliegt gleich auch noch in die Luft. Gut, das funktioniert sehr gut. Hier brennt auch schon wieder. Da habe ich diesmal keine Info drüber gekriegt oder ich habe es übersehen. Die Chirurgie wartet auf einen Arzt. Gut, perfekt. Das hat er auch noch gedachselt gekriegt. Sollten wir auch vorher noch reparieren. Die unvermeintliche Jasmine Odyssey, die als Sängerin unter unserer ungebildeten Jugend großes Ansehen genießt,
wurde heute beim Betreten eines Krankenhauses beobachtet. Vielleicht erhält sie eine Stimmbandtransplantation und singt dann so ähnlich wie jemand mit Talent. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Nigel Bigglesworth ist und fies, ne? Und schon wieder ein Minus. Ein Krankenpfleger wird in der allgemeinen Diagnose verlangt. Achso, ich wollte noch weiterbilden. Damit die mir diesbezüglich eh nicht mehr auf den Sack gehen. Wäre mal schön, wenn wir weiterhin im Plus bleiben würden, ne? Und nicht immer so auf, ab. Aber wir haben sehr viele psychologische Patienten. Aber auch keinen Platz, noch einen Raum zu bauen. Ich bin gerade am gucken, wie wir noch umbauen könnten, dass hier noch ein Raum reinpasst, aber das sieht wahrlich schlecht aus. Ich habe das letzte literarische Machwerk dieses obskuren Poeten Tobias Trauerkloß in meinen Händen. Er besaß die Frechheit, es mir für Bickleburghs Bewertungen ungefragt zuzuschicken. Nun denn, Herr Trauerkloß, Sie sollten nicht zu lange warten und schleunigst damit starten, unser County von diesem unsäglichen Stück Literatur zu befreien. Reimen ist kein Recht, es ist ein Privileg. Ja, machen wir das mal so. Uns mangelt es ja jetzt nicht unbedingt an Geld. Aber ich krieg echt, glaube ich, keinen Raum mehr hier rein. Ich wüsste nicht wo. Hier ist auch zu knapp mit dem Platz. Ja, auch keine Lust, noch ein Gebäude zu kaufen, ne? Weil wir haben ja schon so viele. Also, wir haben schon sehr, sehr viele.
Ich meine, natürlich geht es noch größer. Das ist jetzt nicht einer der größten, aber ja, hier haben wir noch Platz, ne? Aber dann passt die Anmeldung dann nicht mehr hin. Hier. Damit wir mehr Psychologenpatienten behandelt kriegen. Und dann holen wir uns ach, der scheiß Mülleimer. Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Ja, ich hab's verstanden. Dumm bin ich auch nicht. Ja, den lassen wir einfach hier so stehen. Gefällt mir nicht, weil das sehr eng hier ist, aber was soll man machen, ne? Guck mal, dann nehmen wir den hier, dann knallen wir den hier rein. Und hoffe, dass wir ein paar mehr Psychologenpatienten hinkriegen, weil da stehen die echt Schlange, ne? Das wäre jetzt der dritte Raum. Das sieht hier nicht gut aus. Das müssen wir vielleicht so machen und dann tun wir das hier einfach dahin. Und dann sollte das so funktionieren. Wie viel haben wir? 6, ne? Ja, wie immer. 6 und dann sind es auf einmal 26. In den Po. Sah so aus, als hätte der jongliert. Und ich hätte das als Sportart durchgegangen. Durchlassen gehen. Gehen lassen durch. Ihr wisst, was ich meine. Sieben. Da hat sich jemand angesteckt. Ja, Sport. Mit seinem Gipsbein sollte er vielleicht keinen Sport machen. Okay, er scheint ein Einzelfall zu sein. Er dehnt sich. Zählt nicht, okay. Er flext. Oh. Er hat sich auch nicht angesteckt. Okay. Instandhaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Die vielen Gebäude machen es jetzt auch natürlich nicht viel einfacher, ne? Nee, da sind es hier keine. Ach, ich dachte, wir wären Basketball, aber es war einfach nur seine Haarfarbe.
Wette mit euch, das ist wieder hier die Ecke wie immer. Ein Arzt wird in die Schocktherapie gebeten. 8. Haben sich 2 angesteckt. Was auch nicht. Du auch nicht. Wer hat die Schnoddernase? Ja, es war es auch nicht. Ja, war klar. Hier war es mal wieder keiner. Keine Ahnung. Ja, dies ist auch schließlich wieder gegangen. Kann das nicht mit der Scheißepidemie. Das Jahr ist fast vorüber. Jemand Wichtiges trifft ein. Es gibt beunruhigende Nachrichten vom Ausbruch einer ansteckenden Krankheit in Two Point County. Wollen wir hoffen, dass unsere tapferen Männer und Frauen des örtlichen Krankenhauses die Sache schnell in den Griff bekommen. Falls nicht, wollen wir hoffen, dass mich ein Hubschrauber hier ganz schnell wegbringen kann. Ein Assistent zum Marketing, bitte. Boah, Musik in meinen Ohren. Geheilt, geheilt, geheilt. Instandhaltungsdurchsage. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell. Boah, wir haben wieder 2 Millionen geschafft an Krankenhauswert. Wir sind zurück. Jetzt fehlen nur noch 2 Mille. Er hat immer noch das Impfzeichen. Ja, später vielleicht. Ja, war eine gute Entscheidung, das hier hinzustellen. Gut, dann haben wir die Weiterbildung auch. Könnte sich bitte ein Assistent beim Marketing einfinden? Nein, wir brauchen kein Marketing zurzeit. Wir halten uns auch gut so auf 70%. Ist zwar nicht das, was wir erzielen sollen, aber das kommt ja noch später. Ich will erstmal den Krankenhauswert steigern.
Das ist schon schwierig genug. Aber wir halten uns gut. Bin mal gespannt, wie lange. Perfekt. Was ist das denn für ein Geräusch? Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Oh, hoppala. Nee, so viel hast du nicht verdient. So. Immerhin 2000 plus. Besser als nichts. Krankenpflege zur Flüssigkeitsanalyse, bitte. Dann haben wir immer noch... Ja, dann machen wir Instandhaltung. Und dann sind wir langsam Richtung Ende mit den Weiterbildungen, was schon mal ganz gut ist. Umso besser fluppt das Business hier. Achtung, bitte füttern Sie die Geister nicht. Sie sind tot. Vielen Dank. Das Gebäude hier ist so leer. Ein Krankenpfleger wird in der Chirurgie benötigt. Ja, die dritte Psychologie war auf jeden Fall ein voller Erfolg. Das hat sich definitiv gelohnt. Ja, Marketing brauchen wir nicht. Kundenbetreuung vielleicht eher. Ein Hausmeister wird zur Reparatur des Flüssigkeitsbeschleunigers gerufen. Dass wir auf der Frakturstation und auf der normalen Station auch zwei Pflegekräfte eingestellt haben oder zur Verfügung stellen, funktioniert das deutlich besser und haben wir auch, da staunen sich halt nun mal keine Patienten jetzt mehr auf. Also auch das war eine gute Entscheidung, das zu machen. Haben wir hier eigentlich einen Trinkwasserspender? Ja, da. Two-Point County nehmen wir One-Eyed Wallace, unseren liebenswerten alten Leuchtturm in Hogsport, genauer unter die Lupe. Wie viele von Ihnen bereits wissen, wurde er nach Wallace Hochwasserhose, dem ersten Leuchtturmwärter des Countys, benannt. Was Sie vielleicht noch nicht wissen, er verlor sein Auge bei einer Partie Mau Mau mit erstaunlich hohen Einsätzen.
Und wir sind weiterhin im Plus. Für die Schocktherapie wird ein Arzt benötigt. Erdbebenwarnung. Das Personal wird gebeten, erst Patienten und anschließend sich selbst zu sichern. Noch hier sind auch viele, ne? Aber ich kann nicht auf alles Acht geben. Ich habe jetzt hier schon Räumepuzzle gemacht. Muss reichen. Aber hier passt kein Raum nirgendwo mehr hin. Jetzt bin ich komplett ausgeschöpft. Boah, 53.000 plus ist schon nice. Liegt gar kein Müll. Mein Krankenhaus ist sauber. Ausnahmsweise. Nicht immer so. Ich habe auch gar keine Defizite hier. So, da einmal hin. Die ganzen Schmutzfinken mal hier ihre Hände desinfizieren. Da ist sogar einer. Und dann können wir nur noch die beiden. Ja, okay. Dann haben wir fast alle durch weitergebildet. Am Hausmeister, ey. Ich lasse die hier auch nicht in Ruhe arbeiten, ne? Instandhaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Ich muss schon sagen, ich habe dieses Erdbeben bis hierher gespürt. Meine Ehrendoktorurkunde, die man mir für meine vielen Leistungen verliehen hat, wäre mir fast von der Wand auf meinen Kopf gefallen. Ich muss wohl etwas aufräumen. Also, warum hören wir nicht so lange ein wenig Musik? Ja, da steht jetzt eine heftige Schlange, weil der Rest halt nicht besetzt ist, ne? Und da haben wir Minus gemacht. 53.000 Minus, das, was wir eben Plus gemacht haben, haben wir jetzt Minus. Warum steht die da? Ja, gleich geschafft, da haben wir alle weitergebildet.
Ja, der ist scheiße, ne? Dass das so voll ist. Eine Rivale nähert sich dem Krankenhaus. Instandhaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Nee, hier passt kein Raum mehr hin. Müsste ich ihn einmal drehen. Und dann funktioniert das ja nicht. Könnte sich bitte ein Assistent beim Marketing einfinden? Und dann verließen die positive Bilanzen allen wieder. Das war's. Gut, jetzt können wir keinen mehr ausbilden. Dann können wir uns um anderen Kram kümmern. Anscheinend hat ein Witzbold sein klebriges Honigbrot auf dem Armaturenbrett vergessen. Wie Sie sich denken können, musste nach dem ersten Bremsmanöver und der kurz darauf folgenden Kollision das komplette Rennen abgesagt werden. Und das war's für heute vom Motorsport. Und da sind wir wieder im Minus. Nee, Plus, hä? Warum ist denn mein Krankenhauswert so bäh? Ein Arzt wird in die Abrundungstherapie gebeten. Ich glaube, ich brauche doch noch ein größeres Krankenhaus. Wir brauchen eine zweite Spritzentherapie und ein zweites. Flüssigkeitsanalyse. Leck mich doch. Und wir haben wieder 2 Mille. Ich will 4 haben. Ein Arzt in die Arztpraxis, bitte. Nee, Hausmeister zum Reparieren. Ihr Löschfeuer. Ach du Arschloch, jetzt macht das Bumm. Wo ist denn der Hausmeister denn jetzt hingegangen? Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Wollen das? Mal hier einen großen Raum, wo wir viele kleine reinmachen werden. So, folgendes. Das muss erstmal repariert werden. Das haben wir schon 2-mal. Da können wir, glaube ich, aber auch noch mal ein weiteres gebrauchen. Dann fangen wir an. Fangen wir von unten nach oben an. Das brauchen wir alles nicht. Eine zweite Chirurgie wäre, glaube ich, mal vonnöten. Unter anderem.
Wir bringen das jetzt direkt auf 3, weil wir haben auch einmal das Geld dafür. Das soll dann der Geizner. So, einmal das dahin und Kaffee. Lebenselixier bei allem und jedem. Dann machen wir da noch einen Mülleimer hin. Und damit die Menschen auch wieder zusammengepuzzelt kriegen, ein Hilfsfoto. So, dann machen wir Chirurgiehammer, Spritzenhaus brauchen wir. Ja. Gut, das ist auch Stufe 3. Dann haben wir das einmal. Und Spritzen aus Farbtherapie. Nee. Haben wir überhaupt eine Farbtherapie? Nö, brauchen wir dann auch scheinbar nicht. Ein DNS-Labor. Damit er uns schön weiterhin hier um die Ohren fliegen kann, bauen wir in dem Gebäude auch noch eins rein. So, dann Kühlung. Das brauchen wir alles nicht. Genau, Flüssigkeitsanalyse brauchen wir auf jeden Fall. In Feuerlöcher drin, ja. Ich wollte gerade sagen, der ist auf jeden Fall essentiell. Bei dem Heilix hier. So, das haben wir alles. Das brauchen wir auf jeden Fall nicht. Hier noch ein Pausezimmer hin, damit die nicht so weit laufen müssen. Halt, reicht halt so ein kleines, ne? Und dann brauchen wir noch natürlich Toiletten. So. Da, Toilette Nummer 1. Und dann würde ich hier vorne noch eine gerne hinmachen.
Ach. Nein. Wollte da, genau. Machen wir das dahin und dann der Handtrockner daneben. So. Gut, dann haben wir das vorerst erstmal so. Dann machen wir hier jetzt einfach so ein allgemeines Wartezimmer hin, weil alle Türen ungefähr hier auf die Höhe sind. Und dann müssen wir gleich noch entsprechend Personal einstellen. So, das sollte dann reichen. Und dann natürlich Verpflegung. Und eine Abkühlung natürlich. Rollen die ja rum. Verständlich, also... Also, passt schon. Ich mache jetzt hier mal eine mitten rein, damit das da auch abgedeckt ist. So, das genügt. Dann haben wir keine guten Mitarbeiter. Ach, scheiße. Wir lassen es erstmal so laufen. Ein Arzt in die Arztpraxis, bitte. Achso, ja, wir können jetzt wieder upgraden. Na klar. Das können wir upgraden und der Rest nicht. Okay. Krankenpfleger zum Spritzenhaus, bitte. Ich muss halt jetzt hier nochmal alles im Auge behalten. Ablehnen, ablehnen. Beeindruckt, perfekt. Ein Krankenpfleger wird in die Chirurgie gebeten. Wie es scheint, hat dieser seltsame Vogel ich wollte dieses Telefon hier haben. Da. Hat er einige Krankenhäuser besucht. Es würde mich nicht wundern, wenn diese schamlose Betrügerin versuchen würde, möglichst viele bettlägerige und wehrlose Patienten für ihre eigenartige Organisation zu rekrutieren. So, dann Poster, damit hier auch alles schön grün wird und die Krankenhausattraktivität auch schön oben bleibt.
Und dann unser Wert runtergeht enorm. Krass. Ein Hausmeister wird für die Reparatur des Megascanners benötigt. Lag auch wahrscheinlich am Umbau, oder? Ich bin mir nicht sicher. Noch mehr Diagnosezimmer kann ich nicht bauen. Also ich bitte dich. Man muss ja auch mal realistisch bleiben. Ich muss jetzt nur noch irgendwie kompetente einstellen. Das war's jetzt aber auch. Ja, wir gehen nämlich gerade wieder im Sinkflug mit unserem Gewinn. Jetzt heißt es nur noch warten. Was für eine Schlange denn? Ein Arzt zur Radiologie, bitte. Vor welchem Arztzimmer denn? Die sind alle glücklich. Och, das Portier. Jasmine Odyssey ist zurück mit ihrem Hitalbum Salivation. Enthält die Hitsingles. Hoppala. Hey. Oh. Boah, fast meine Flasche auf die Tastatur gekippt. Boah, das war knapp. Mal schnell wieder. Und ain't no feeling like the feeling I feel when I'm feeling. Das war knapp. Ich meine, meine Tastatur ist wasserdicht, aus genau so einem Grund, aber muss ja nicht sein, ne? Ich glaube, dass das so ein Zuckerzeug ist. Klebt das dann schön. Ich habe mir insgesamt, glaube ich, 4 oder 5 Tastaturen versenkt, bis ich dann angefangen habe, mir wasserdichte zu kaufen. Gar nicht wahr, ist eine Lüge. Das war keine Lüge, das war eine Tatsache. Was für ein Glibber. Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich kein Glibber, aber... Irgendwie sieht da Schlange stehen für den Mülleimer. Oh. Bitte. Geh doch einfach ins Plus. Wie lange soll ich denn noch hier rumgurken? Erforderlich. Toter Patient auf dem Flur. Ich sehe keinen.
Ganz schön voll hier, wa? Und da gehen unsere Finanzen zur Neige. Boah, 45.000 ist schon krass. Ein Arzt in die Chirurgie, bitte. Boah, der ist gut. Der hat genau das alles, was wir brauchen. Perfekt. Und Arzt nicht. Oder haben wir zu viele Mitarbeiter mittlerweile? Pause, Pause, Pause. Hat irgendjemand nichts zu tun? Achso, Krankenpfleger. Nee, sieht gut aus. Unseres Countys wäre ohne eine Beschreibung des Underlook-Hotels nicht vollständig, das im Schatten der Spitzenberge thront und für seine schlüpfrige Vergangenheit und regelmäßige Sichtungen von Geistern berüchtigt ist. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass es auf einem Friedhof für Volkstänzer errichtet wurde. Sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Damit müssten die Weiterbildungsplätze jetzt auch wieder da sein, ne? Ein Arzt wird in die Abrundungstherapie gebeten. Ja. Ja. Es ist einfach so zum Kotzen. Instandhaltung der Arztpraxis erforderlich. Auf jeden Fall, ja, lohnen sich halt mehr Räume, ne? Oh, welche Arztpraxis? Warum gibt er mir nicht genauere Infos? Verstehe nicht. Meint er mit Arztpraxis wirklich Arztpraxis oder meint er andere Behandlungsräume? Weil ich meine, es sieht doch alles gut aus. Was will er denn von mir? Jetzt sind wir wenigstens ein bisschen wieder im Plus. Achtung, bitte füttern Sie die Geister nicht. Sie sind tot. Vielen Dank.
zur Flüssigkeitsanalyse, bitte. Ihr hört Harrison Wolf. Auf Radio Two Point. Wenn euer Herz für aktuelle Popmusik und amüsantes Geplänkel schlägt, dann wechselt jetzt den Sender. Denn ihr hört Radio Two Point mit Harrison Wolf. Das frustriert mich einfach, dass der Krankenhauswert einfach so schwierig nach oben geht. Das Wasserlassen an willkürlichen Stellen im Krankenhaus ist nicht gestattet. Und auch nicht genauer definiert wird, was sie erwarten, damit der hochgeht. Außer halt natürlich eine positive Bilanz. Ja, geht ja immer weiter runter. Ärgerlich. Google mal kurz. Weiß doch auch nicht. Das stimmt hier nicht. Okay, jetzt geht's wieder. So, ich wollte keine Epidemienwarnung. Ich wollte kurz. So, kurz googeln. Two Point. Hospital und dann Krankenwert steigern. Wer sagt denn hier was? Wie man den Wert des Krankenhauses steigert. So, alles ablehnen, leck mich am Arsch, nein, weg damit. So, hier steht jetzt, Änderungen am Personal und am Krankenhaus leert können den Wert des Krankenhauses im Laufe der Zeit entweder verringern oder erhöhen. Um den Wert des Krankenhauses zu überprüfen, rufen einfach die Statistikfenster des Spiels unter der Registrierkarte Finanzen auf. Ja, genau, da kann man ja, ne, verschiedene Zahlen, bla bla bla. Leider gibt es keinen Weg, den Wert eines Krankenhauses sofort zu steigern, aber wenn man es richtig macht, kann die Wertsteigerung ein steter und unaufhaltsamer Prozess werden. Im Allgemeinen wird der Wert eines Krankenhauses durch seine Fähigkeit, Geld zu verdienen, seinen Ruf, Patienten zu heilen, bestimmt. Genau, also begrenzen sie hier gestellt werden, dass die angestellten Mittel eine Vielzahl von Aufgaben erledigen können. Ja, das machen wir ja schon. Reputation sind wir ja auch bei. Wir haben mit 87%. Ja. Also machen wir eigentlich schon alles richtig, aber es will trotzdem nicht. Weiß nicht, was da... Okay, wir haben jetzt hier Folgendes. Eine Epidemie. Nachdem ich mal die richtigen Knöpfe gedrückt habe, können wir uns auf die Suche machen nach dem Seuchenbongo. Den wir sowieso nicht finden werden, aber naja. Wir können es ja mal versuchen.
ein Versuch ist es wert. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwann einmal. Was wir nie schaffen werden, ist, glaube ich, eine fette positive Bilanz. Sieben haben wir schon. Gut, ich habe schon wieder irgendeiner hat rumgespreadert. Du hast rumgespreadert. Gut, zwei haben wir schon mal. Guck mal, der schiebt den einfach da weg. Kein Respekt vor den Toten. Ich habe herausgefunden, wer hinter dem Antrag gesteckt hat, der unseren Rockfestival-Traum begraben hat. Nein, er ist es nicht. Er macht Stretching, macht er immer. Nun, ich bin kein Freund sinnloser Gewalt. Ja, es ist auch. Ich bin bloß in die Toilette des Senders eingeschlossen, wo ich seit 3 Stunden richtig laute Musik laufen lasse. Ich hoffe, es gefällt dir, Nigel Boy. In der Apotheke wird ein Krankenpfleger benötigt. Der war es auch nicht. Der auch nicht. Sieht alles so aus, aber niemand ist es. Krankenpfleger zur Apotheke, bitte. Ja, Pantomime zählt auch nicht als Sport. Hier hat wieder jemand rumgespreadert. Das heißt, es muss ja irgendwo sein, wo viele Menschen sind. Und das ist ja eigentlich immer hier der Fall. Instandhaltungsdurchsage. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. Das ist doch auch nicht. Das ist nur ärgerlich immer. Dass es so undurchsichtig ist, wie man das hier machen soll. In der Apotheke wird ein Krankenpfleger benötigt. Der nächste Song geht an alle Krankenhauspatienten raus, die immer noch vom letzten Erdbeben erschüttert sind. Hoffe, eure Organe sind alle noch am rechten Fleck. Ein Arzt in die Schocktherapie, bitte. Ja, keine Ahnung. Ich mag das nicht.
Unsere Quarantäne ist gescheitert. Die Seuchenschutzbehörde übernimmt. Ja, Gott sei Dank. Was die Seuchenschutzbehörde mal übernehmen sollte, wäre den Krankenhauswert. Könnte sich bitte ein Assistent beim Marketing einfinden? Okay, Hausmeister ist da schon da. Hier ist auch noch alles heile. Dezent im Plus sind wir auch. Ich hoffe, das bleibt jetzt so. Endlich mal. Noch zu voll. Dauert hier schon wieder alles viel zu lange. Sind Sie es leid, für sich selbst zu denken? Würden Sie gern all Ihr Geld loswerden? Aha! Werden Sie noch heute Mitglied der Orbi-Stiftung? Die Orbi-Kugel ist die perfekte Form und eine Lösung für alles. Mehr Two-Point, immer wieder. Das ist Radio Two-Point. Ich ärgere mich die ganze Zeit innerlich. Mehr kann ich doch nicht machen. Ja, alles für den Arsch. Instandhaltungsdurchsage. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. Guck mal, besser könnte es ja fast gar nicht mehr sein. Außer ein paar haben wir natürlich noch, aber die meisten sind alle schon voll, seht ihr? Also. Noch mehr geht nicht. Krankenpfleger zur Station, bitte.
regelmäßig gewartet werden. Wir haben 5 Assistenten, okay, das muss auch mal reichen. Also wie sieht denn die Aufgabenverteilung für die Assistenten aus? 4 Aufnahmen haben wir. Ja. Okay. Einer macht Pause, reicht doch. Ein Arzt in die Abrundungstherapie, bitte. Wenn wir jetzt noch pleite gehen, ne? Ey, dann quitt ich. Also, ne. Bitte dich. Ein Krankenpfleger wird zur Station gebeten. Kann nicht sein, dass wir hier bei keinem Krankenhaus mehr weiterkommen, weil ihr irgendwas dann... Keine Ahnung. Ich wurde soeben von einem Patienten aus einem örtlichen Krankenhaus angerufen. Der berichtet, dass sie soeben ein Erdbeben erlebt haben. Entweder das oder die experimentellen Behandlungen laufen dort völlig aus dem Ruder. Mich nervt es, dass das wieder hier so lange dauert. Ich dachte, wir sind da ein Stündchen brauchen wir noch und dann sind wir da durch. Aber so ist das nicht, leider. Im Auflösungslabor wird ein Arzt verlangt. Wir nähern uns der jährlichen Preisverleihung. Will ich gar nicht sehen. Haben wir vielleicht zu wenig Hausmeister? Aber nur einen Haufen Scheiße. Ich weiß es nicht. Meine Geduld auch. Weil wir schon wieder im Minus sind. Krankenpfleger zur Apotheke, bitte. Thank you.
Und ich mache hier schon gar nicht. Gib schon kein Geld aus. Obwohl ich gerne würde. Und wir sind im Minus. Wenn wir jetzt mal pleite gehen, ne? Ich könnte kotzen, wirklich. Ich könnte einfach kotzen. Einfach nur ärgerlich. Achtung! Das Wasserlassen an willkürlichen Stellen im Krankenhaus ist nicht gestattet. Bitte hinterlassen Sie die Toiletten in dem Zustand, in dem Sie sie vorfinden möchten, und nicht, wie Sie erwarten, sie tatsächlich vorzufinden. Ärgerlich, ärgerlich. Verstehe halt nicht, was wir falsch machen. Unsere Ärzte und so sind fast auf das Maximal aus, also gebildet. Ja, also wir haben hier keine Dummies rumlaufen. Wir haben die auch das Richtige gelernt. Wir haben ausreichend Behandlungsräume, wo eigentlich keine Schlangen entstehen sollten. Ja. Und trotzdem sind wir im Minus. Ja, bringt mir auch nichts, der Ruf. Der Ruf macht mir keine Sorgen. Sondern das macht mir Sorgen. Man gibt schon nichts aus, ne? Wir haben auch kein unnötiges Personal. Wir sind alle bis auf, also, ja, natürlich, hier Pause. Sind hier alle am Arbeiten. Kann ja nicht sein, dass wir uns gerade so über Wasser halten. Krankenhauswert, Profifaktor gleich 0, okay. Und wie zeigt die prozentuale Änderung des Werts von der
gleich mit dem aktuellen Wert. Was? Achso. Achso, Profit. Ich habe Profi gelesen. Ja. Kredite haben wir keinen. Ja, aber das Problem ist, wie steigern wir den? Wir haben einen enormen Verlust. Ja, aber warum ist das so, ist die Frage. Wir haben einen Sachanlagenwert von 1,3 Mille. Millionen im Jahr haben wir. An Mitarbeiterkosten, okay. Lange Schlangen haben wir nicht. Ja, sieht doch eigentlich ganz gut aus. Die Medizin hier, die stinkt ein bisschen ab. Sehr schlecht. Basiert auf dem Erfolg bei der Behandlung aller Patienten, wird außerdem durch Marketing beeinflusst. Dann müssten wir das noch machen. Aber das wird den Krankenhauswert ja auch nicht steigern. Patientenruf. Preis ist okay. Personal ist okay. Bekanntheitsgrad. Wir sind sehr bekannt. Ich verstehe das trotzdem nicht. Oh, falscher Knopf. Wir haben sehr viel Gehaltsgeld. Wir bitten Patienten dringend, die bereitgestellten Toiletten zu benutzen. Wie viele Ärzte bräuchten wir? Moment hier. 1, 2, 3, 4. 6, 7. Ein Arzt zum DNS-Labor, bitte. 8, 9, 10. Elf, 12. 13, 14, 15. 16. 17, 18. 19, 20. Wir sind eigentlich noch unterbesetzt. 21, 22, ja, wir sind eigentlich noch rein theoretisch noch vielleicht richtig krass unterbesetzt. Lieber in Panik ausbrechen? Wir bitten Patienten dringend, die bereitgestellten Toiletten zu benutzen. Ich kriege hier einfach nichts mehr auf die Reihe, ne? Hier bei Two Point, das ist echt ermüdend. Therapie erfordert.
Ist kein Feuerlöscher drin? Oder hat er den schon genommen? Ah, der hat den schon genommen, oder? Hervorragend, das heißt. Es brennt. Es sollte nicht brennen. Ja, jetzt geht nämlich alles den Bach runter. Ein Arzt wird im DNS-Labor benötigt. So kurz vor Ende. Ich könnte kotzen. Könnte einfach kotzen. Ja, dann löscht das doch auch, du. Nichts zu gebrauchen. Noch ein Brand irgendwo. Alle guten Dinge sind drei. Es brennt. Es sollte nicht brennen. Als hätte ich gerochen. Die Frage ist, was brennt? Gut, Elixier, natürlich. Die Kabine luftdicht ist. Wie ich höre, ist eine neue Epidemie im Umlauf. Als chronische Hypochonder verlasse ich den Sender erst, wenn sie ein Heilmittel gefunden haben. Und bis dahin gibt es mehr Musik wie diese hier. Instandhaltungsdurchsage. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. Das ist einfach so eine blöde Scheiße. Der Megascanner muss gewartet werden. Achtung, Promi! Bitte priorisieren Sie den Unterhaltungswert für unseren Gast über das Wohlergehen der Patienten. Instandhaltung des Spritzenhauses erforderlich. Ich bin einfach nur sauer, ey. Das ist voll doof. Es lief so gut. Wir hatten am Anfang des Streams noch 600.000 im Plus. Was ist passiert in der Zwischenzeit? Bitte hinterlassen Sie die Toiletten in dem Zustand, in dem Sie sie vorfinden möchten. Und nicht, wie Sie erwarten, sie tatsächlich vorzufinden. Ja, ich hab's verstanden. Ich warte gerade nur auf das Bankrott und dann gehe ich offline. Ich habe keinen Bock mehr. Wirklich, ich bin echt sauer. Warum ist das immer so? Diese Werbeeinblendung wurde aufgrund einer Meinungsverschiedenheit zwischen Radio 2Point und dem Produzenten von Jumbo Nuts entfernt. Oh, warte. Der Name Jumbo Nuts sollte gar nicht erwähnt werden. Können wir es nochmal aufnehmen? Okay, super. Mehr 2Point. Immer wieder. Das ist Radio 2Point. Instandhaltung der allgemeinen Diagnose erforderlich. Thank you.
wollte dieses Krankenhaus heute eigentlich beenden. Das ist einfach ärgerlich. Ja, das war's. Gut, Leute, dann heute mal ein kurzerer Stream. Weil darauf habe ich jetzt wirklich gar keinen Bock. Es kotzt mich einfach an. Ja, jetzt haben wir, genau, Grockle Bay hängen wir fest und dann war ja noch hier das hier. Duckworth Open Bilge. Und die zwei haben wir dann auch noch. Das ist noch gar nicht offen. Also ein paar haben wir auf jeden Fall noch vor uns und das dauert halt noch umso länger, umso öfter ist die Scheiße hier neu machen muss. Genau, und wir haben, genau, das Schloss fehlt nämlich uns auch noch. Ja, das ist aber DLC. Genau, dann haben wir noch das hier und das hier und das hier. Also noch jede Menge. Ja, ich dachte eigentlich, dass ich keine 30 Streams dafür brauche. Aber so sei es. Haben wir hier. Oh, waren. Enthaarung. Projekt starten. Hier habe ich alles. So. Aber, ja, es kotzt mich an. Einfach, ja. Na gut, dann mache ich heute mal ein bisschen früher Schluss. Tut mir leid, aber ich habe da jetzt echt keinen Bock drauf. Bin ich ehrlich, also. Oh, nee, nicht Karriere speichern. So. Ja. Na gut. Dann sehen wir uns im nächsten Stream am Dienstag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann am kommenden Dienstag.